Was habt ihr mich denn irgendwie? Also, ich weiß nicht, wann ist stark. Ich muss nächste Woche Johanna mit erschrocken. Ich hab schon mal gegessen, Jumpscare. Aber ich hatte ehrlich Angst vor Simons Faust, die unsere Überwachung. So, die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit Jumpscare gemacht. Also, um so Stress zu halten oder so, aber ich hatte schon Angst. Hi! Ja, so. Ja, auch an mich selber. Ja, das lass uns. Ja, das ist leider nicht so mit der Deckung. Ja, weil dann ist es. Ja, mit einem Auge ist halt fertig. Hallo, ich bin es wieder, ihr Peter. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Bergbahner. Hier an einer der ältesten Standseilbahnen der Welt. Das ist unsere wunderschöne Bahn, die wir jeden Tag pflegen und fahren. Auf unserem gemeinsamen, etwa fünfminütigen Weg zur Talstation möchte ich Ihnen ein wenig über unsere Standseilbahn erzählen. Gleich nach dem Start an der Bergstation fahren wir zusammen durch den 54 Meter langen Prinzess-Luisa-Tunnel. Jetzt aber erstmal was Geschichtliches. Im Jahre 1895 wurde unsere historische Bahn eröffnet. Sie besteht aus zwei Wagen, die mit einem 38 mm starken und 610 Meter langen Zugseil verbunden sind. Die Wagen, welche sich zwischenzeitlich in der vierten Generation befinden, wurden übrigens in Bautzen gefertigt. Seit der Eröffnung fährt unsere alte Dame zuverlässig zwischen dem Weißen Hirsch und Loschwitz hin und her. Die Strecke, die wir dabei zurücklegen, beträgt 547 Meter und wir überwinden immerhin 95 Höhenmeter. Die Hänge zu beiden Seiten der Strecke wurden übrigens jahrhundertelang für den Weinanbau genutzt. Doch der wurde Mitte des 19. Jahrhunderts durch die andauernde Monokultur und die Reblaus als Schädling beendet. Die Weinbauern verkauften die Grundstücke an wohlhabende Dresdner, welche die Hänge mit beeindruckenden Villen und Sommerresidenzen bebauten. Die Grundstraße, die Sie linker Hand sehen können, verbindet die Stadtteile Loschwitz und Bühlau miteinander. Sie ist schon recht steil. Da bin ich echt froh, dass es unsere Standseilbahn gibt. Mit dem Fahrrad runterfahren macht schon viel Spaß. Aber hochfahren finde ich dann doch zu anstrengend. Unterhalb der Grundstraße verläuft die Trille. Entlang dieses Baches wurden jahrhundertelang Wassermühlen betrieben, die heute leider nicht mehr existieren, was ich persönlich sehr schade finde. Die Trille können Sie aber nur noch unterhalb des Loschwitzer Dorfkernes sehen, wo sie in die Elbe mündet. Sonst verläuft sie nur noch unterirdisch. Etwa in der Mitte der Strecke befindet sich ein 102 Meter langes Gerüstviadukt, worauf sich die Abtsche Ausweiche befindet. Hier fahren die beiden Wagen aneinander vorbei, um anschließend ihren Weg auf der sonst eingleisigen Strecke fortzusetzen. Die Radsätze der beiden Wagen sind jeweils spiegelverkehrt, auf der einen Seite mit einem Doppelspurkranz versehen, während sich auf der anderen Seite nur eine spurlose Walze befindet. Dieses seit über 100 Jahren zuverlässig funktionierende System erfordert keine beweglichen Schienenweichen und ist somit sehr wartungsfreundlich. Kurz bevor wir an der Talstation ankommen, durchfahren wir den 96 Meter langen Burgbergtunnel. Wenn ich unten aussteige, schwebt ab und an der Duft der nahegelegenen Bäckerei herüber. Da bekomme ich manchmal richtig Appetit auf ein Stück Dresdner Eierschecke. Nach Verlassen der Standseilbahn finden Sie sich auf dem Körnerplatz wieder. Wenn Sie sich dort nach links wenden, erreichen Sie nach nur etwa 100 Metern die Talstation unserer Schwebebahn, der ältesten Bergschwebebahn der Welt. Eine Fahrt mit ihr lohnt sich in jedem Fall. Unsere Fahrt endet gleich und ich verabschiede mich von Ihnen. Ich würde mich freuen, Sie bald wieder in unserer Standseilbahn zu begrüßen.
schön, das war kann ich nicht so.